Moin zur neuen Content-Offensive, zusammen natürlich mit meinen allerschlechtesten drei besten Freunden. Niklas! Hallo. Zabi ist auch dabei. Lauf dabei, Leute. Ah, ja, und der Philo, ne? Und wir spielen heute Gartic Phone. Ihr seht schon hier. Jetzt. Aber was ist das da genau? Naja, es ist quasi stille Post mit Malen und Schreiben, Zabi. Dann verstehe ich es nicht. Wow. Lass anfangen, oder? Na klar. Lass einfach mal. Lass doch einfach mal. Drück das Knöpfchen, Max. Philo. Mach das Plus weg. Folgt mir. Na klar, sicher. 3, 2, 1 und blas mir den Bären auf. Oh ja, sicher. Was haben wir hier? Blasentee. Na klar. So. Das ist so eine gute, da könnte man sowas Gutes auszeichnen. Ja, ich glaube, ich habe auch einen guten. Ich habe einen guten Ansatz. Ich verfolge einen guten Ansatz. Das ist ein toller Ansatz. Das ist das Wichtigste. Oh! Was ist ein Onkologe? Naja, jemand, der sich mit Krebs auseinandersetzt. Nee. Oh Mann. Nee, Quatsch. Das ist ein Onkologe. Ist das nicht Arscharzt? Irgendwas mit Füßen? Nee, das ist ein. Doch, ich bin ziemlich sicher, dass. Ah, nee, Proktologe ist ein Arscharzt. Proktologe ist ein Arscharzt. Onkologe ist einfach, glaube ich, nur ein Männerarzt. Nee, das ist ein Dings. Wie hieß also der Männerarzt? Gehen wir davon aus, dass es ein Krebsarzt ist. Ey, dieses Drecksspiel. So, hier, schwarzer Spiel. Genauerweise so machen. Genauestens. Aber mal. Das funktioniert jetzt, glaube ich, nicht so gut, wie ich das wollte. Ich muss auch hier ein bisschen größer machen. Gott, wie soll ich das malen? Es ist echt schwer. Ich will hier was Cooles zaubern. Oh mein Gott, ich hab's. Ja, hier auch was Cooles, glaube ich. Ich mach was Feines, Jungs. Genau, so machen wir es. So. So, was für was Feines. Zabex? Ja. Wie geht's dir heute? Ich möchte deinen Gemütszustand erfragen. Ich möchte es nicht wissen. Super, geht's mir aber jetzt mit euch noch ein bisschen besser. Okay, dann ist das in Ordnung. Es ist widerwärtig und ruppig, aber es macht nichts, weil wir de facto Freunde sind. Richtig, klar. Warum lachst du denn so doof? Also ich sag doch mal. Machst du wieder Sachen, die schlimm sind? Oh, es klingelt in der Kiste. Oh, ich hab's nicht geschafft. Faktisch habe ich es mal wieder nicht geschafft. Klingeln heißt ja nicht, dass es vorbei ist. Du hast oben rechts den Timer. Okay, aber aus Versehen aus Reflex auf fertig gedrückt. Da habe mir selber die Zeit genommen. Du kannst immer noch auf Bearbeiten gehen. Nee, jetzt ist es schon wieder zu spät. Gut, jetzt ist es zu spät. Jetzt möchte ich auch nicht mehr. Ich möchte mich übrigens hier nochmal ganz offiziell bedanken für die Tasse von Zabex, die er mir heute zukommen lassen hat. Warte, was ist das denn? Hast du live im Stream draus getrunken? Noch nicht tatsächlich. Ey, du machst mich so sauer. Dann ziehe ich das T-Shirt wieder zurück. Arzt. The fuck ist das für eine komische Zeichnung? Hula-Hoop-Reifen, ich puste schwerst. Pupste. Ja. Wer findet. Also, ich finde Pupsen so als Wort irgendwie richtig cringe. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist super cringe. Du bist mein kleiner Pups, oder? Ja, klar. So Worte, die Frauen sagen tatsächlich. Oh. Das stimmt. Meine Mom sagt das immer. Ey, ich kacke wirklich gleich ein. Aber wieso? Naja, weil ich will. Moment. Das wird ein Sachverhalt wieder für sich. Oh mein Gott. Es hat immer was mit Pupsen zu tun und es nervt mich so. Warum nervt ein Pupsen? Ja, weil ich dann selber pupsen muss. Und zwar heftigst. Aber ich finde Pupsen super. Ich auch, aber ich muss selber pupsen davon. Verstehst du das? Oh, meine Grotze! Okay, distanziere ich mich von. Zabex, bist du eine Naturgewalt? Eine Naturgewalt aus 3 Euro. Zabex, bist du eine Naturgewalt? Ich bin es, Felix. De facto aber auch, ne? Jo. Du siehst aus wie der größte. Du siehst aus wie so ein auf dem Jahrmarkt, der mit seinem Leben nicht mehr froh wird und irgendwelche Kinder rumkommandiert, die auf dem Autoscooter sollen. So warum? Siehst du aus. Mit einer lustigen Verkleidung. Aber warum? Ja, weil du so aussiehst, Zabex. Du hast einen Wikingerhelm auf der Flöte. Findest du es süßlich? Ja, ich würde mitfahren. Okay, ja. Aber jetzt will ich halt mal wissen, passt es denn rein oder nicht? Das ist einfach nicht durchgegangen. Ich bin fertig. Jemals gezeichnet habe. Ich habe was. Ich habe das komplett reingeschissen. Ich habe was Gutes getätigt. Es klingelt. So, ich glaube, ich habe was Gutes gemacht. Ich nicht. Wer ist denn da? Wer war dran? Pilo, erzähl. Vorlesen an. Okay, jetzt es wird vorgelesen. Okay, was haben wir? Let's go. Niklas veranlasst eine Bauchnabelbirkung. Ah ja. Oh mein Gott. Was steht da? Danke. Zabex lässt sich einen Bandwurm einsetzen, um abzunehmen. Digga! Wie ist er? Der erzählt nur so ein halbes Gesicht. Hey, das ist das Seitenprofil und ich mach halt den Mund. Digga, die Nase. Gehen weiter rein. Faktisch. Fußpilzdena logisch. Na klar. Na klar. Da fehlt mir der Beutel, Felix. Okay. Na, aber Felix verköstigt den rein. Weltbesten Ranzfuß-Tee. Das ist ein Ranzfuß-Tee. Digga. Weiter, Mann. Ganz schnell. Henke beim Onkologen. Oh, Junge.
Da steht Arzt-Symbol unten rechts. Oh nein. Starker Krebs sucht Henker in Schweiz. Ach so. Ja. Henker, der Krebs ähnelt sich. Das ist actually, scroll mal hoch, das ist actually accurate. Ja, ja. Ey, strong. Lol, weiter, let's go. Niklas hat sich dick gefressen in Köln. Oh nein, ich erwarte Schlimmstes. Oh, oh nein. True. Klar, du greifen, ich bubst, du schwerst. Er sagt das Wort so. Oh, Junge. Ey, ihr seid so kacke, wirklich, alle zusammen. Ach so, Trash. Ja, Zabi, machst du meine Abmord? Warte, ich will aber auch so pfeifen, aber ich pfeife für deine Abmord. Warte, wir machen so Cosplay, Freunde, ich hab grad gepfiffen. Wir verabschieden uns an der Stelle mal wieder. Es war uns wie immer ein Fest. Das benutze ich auch gleich als zweite Abmord. Es war ein Jubiläum, sondern gleich ein Feuerwerk der Gefühle, damit ich an der Stelle schon mal fast zack!